Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Mount & Blade Warband und ja, wir gucken mal ein bisschen rum. Momentan haben wir ja keine wirklichen Feinde und deswegen müssen wir irgendwie versuchen, unsere Moral trotzdem ja nicht zu weit sinken zu lassen. Dazu wäre es wahrscheinlich auch ganz gut, die Quest zu beenden, aber dafür brauchen wir natürlich ein bisschen EP. Vielleicht finden wir hier ein paar Deserteure. Ansonsten können wir mal gucken. Boah, was wir hier wieder an Einbußen haben. Ja, die früheren Schulden haben sie natürlich auch nochmal bemerkbar gemacht. Wir haben echt geringe Einnahmen durch diese ganzen Unternehmungen, die wir da haben. Wir brauchen echt mal wirklich konstant hohe Einnahmen. Dafür brauchen wir am besten Dörfer. Ich bin immer dafür, dass wir Dörfer bekommen. Dörfer bringen uns einfach Geld, ohne dass wir großartig dafür was machen müssen. Also wir müssen sie nicht unbedingt stark verteidigen. Anders bei Bogen. Bei Bogen müssen wir ja, habe ich auch schon erwähnt, da ein bisschen drauf aufpassen. Wir haben es jetzt zuletzt auch gehabt, dass wir Slesk zu uns zugesprochen bekommen haben, aber das war ja dann relativ schnell wieder weg. Momentan haben wir auch wieder nichts, weil der Sultan Hakim lieber hier irgendwo in Dirim ist und sich besäuft. Ach nee, in Charis war er. Können wir mal vorbeigucken hier, wie die Gunst gerade so steht um uns. Wir schließen uns dem Gelage an. Ganz wichtig, dass man erstmal trinkt, nachdem wir hier Frieden geschlossen haben mit allen Fraktionen. Emir Gulasan, du hast vor kurzem irgendwas gekriegt, das weiß ich noch. Ja, Emir Nuam, warum unterstützt ihr den eigentlich immer? Ist das so ein Held, der Emir Nuam? Wo ist denn der Typ? Emir Kuras, Emir Munir, Hakim, Kumipa, Emir Bilial. Der Nuam ist gar nicht hier. So wichtig ist er. So, eure Beziehung ist angestiegen. Einfach nur, weil ich mit ihm rede. Das ist ja toll. Wer soll Slesk erhalten? Emir Munir. Sag mal, ich hab das Ding erobert. Alleine. Es tut mir leid. Ich würde meine Beziehung mit Emir Munir nicht gefährden wollen. Ach du, heul nicht rum. Wegen der Aufgabe. Ich arbeite noch dran. Einen habe ich noch nicht. Aber ansonsten sind die schon so gut wie durch. Ja, wir müssen also unsere Beziehung hier noch weit, weit höher steigern, wie es aussieht. Alles klar bei dir? Sieht aus wie ein Mönch. Das ist eine Aufgabe für uns. Katrin. Naja, dann nimm sie mal eine Woche mit. Kann sowas lernen. Und wir werden uns wieder verpieseln hier. Ich hoffe mal, dass jetzt hier irgendwann, ich glaube, erst wenn das Gelage zu Ende ist, wird es wieder Krieg geben. Schade eigentlich. Schade, schade. Weil wir können ja nicht wirklich irgendwen angreifen, damit machen wir uns nur unbeliebt. Und deswegen müssen wir echt abwarten. Das ist echt so ein bisschen. Ich glaube, als Marschall kann man hier so ein bisschen die Kriege selber auch lenken, aber das sind wir ja nicht. Der Feldmarschall. Das ist ja ein anderer gewesen. So, wie schnell sind wir denn jetzt überhaupt? 6,7. Naja, die Welt ist halt jetzt auch nicht. Abtrünniger Fürst. Hat den so. Ah, ist einer zu uns gekommen. Das ist doch gut. Auf Befehl von König Graves wurde Bulba Noyan von Königreich von den Rhodox des Verrats angeklagt. Das ist doch was. Ja, jetzt ist er bei den Kanal Kergit. Die scharen ihre Leute auch um sich anscheinend. So, irgendwer kann befördert werden. Ich hoffe, es sind. Ah, schade. Na gut, wir haben halt zwei Ritter wieder dazu bekommen, aber dadurch wird das nicht besser hier, die Truppenmoral. Muss man ja so sagen, wie es ist. Wir müssen die ja irgendwie oben halten. Und deswegen brauchen wir Kriege. Wir brauchen Schlachten, sonst hauen die nachher wieder ab. Kennen wir doch zur Genüge, den Rotz. Wenn wir erstmal unter die 50 gesunken sind, dann fängt das doch wieder an, der ganze Quatsch. Das ist doch jedes Mal dasselbe. Wie sieht's denn aus hier, Freunde? Will einer mal einfach so einen Kampf haben? Es sind aber auch ein paar Fürsten mittlerweile. Dadurch, dass alle gegen die im Krieg waren, haben die nur noch ganz wenig Männer hier. Ja, der Grund, warum ich hier so ein bisschen die Erkundungstour gerade mache, ist einfach nur, damit ich ein bisschen EP kriege durch das Rumlaufen. Damit wir die endlich mal abgeben können beim Fürsten, beziehungsweise beim Sultan. Ich würde die gerne angreifen, die Leute.
Ich will mir das nicht wieder verscherzen mit dem Sultan. Weil das dann wieder aufzuarbeiten, das wird eine Heidenarbeit. Greifen wir hier die Banditen an. Oder greift die an, das sind ein paar mehr. Ist keine Schwierigkeit, ganz klar, aber ich glaube, das ist für die Moral gar nicht so schlecht. Ja, dann gib uns wenigstens das Dorfslesk. Meine Güte. Kriegen hier ja gar nichts. 48 Moral. Wie viel haben wir jetzt dann danach? Ja, das war's mit dir. Würde ich mal sagen. Da gibt's auch keinen, der sich irgendwie hervortut, weil er ein bisschen besser ist als die anderen. Und deswegen wird das eine sehr, sehr einfache Schlacht natürlich. Aber wir rechnen ja hier auch nicht mit großer Gegenwehr, sondern einfach nur mit einem kleinen Moralschub. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das sich negativ auf die Moral auswirkt, wenn man gegen so Mini-Truppen hier kämpft, gegen die man sowieso gewinnt. Ich bin hier richtig schön falsch gelaufen, kann das sein? Uiuiui. Ja, wir kriegen hier wohl nichts mehr ab vom Kuchen. Wir brauchen ja nur 100.000 EP, Mensch. Die kriegen wir ja mal eben ganz schnell zusammen. Brauchen wir nur 1000 Leute für töten. So ungefähr. Wenn wir das hier so sehen, 71. Für die großen Leute kriegen wir mal so 120, 130. Also es war nicht unrealistisch mit den 1000, die wir da noch umhauen müssen. Aber das alleine zu schaffen ist natürlich relativ schwierig. Da bietet es sich doch an, viele Quests zu machen. Aber wir können halt, dadurch, dass wir halt schon selber jetzt ein Fürst, glaube ich, sind, also zumindest denselben Rang haben wie so ein Fürst, also ein Vasall, kriegen wir nicht mehr so wirklich Aufgaben von anderen Vasallen, weil die uns nicht mehr so wirklich als Untertanen sehen, sondern irgendwie ebenbürtig und naja. Ihr kennt ja die Geschichte. So, den ganzen Müll mal mitnehmen, alles wieder verkaufen. Ja, das war's. Das andere ist uns dann doch ein bisschen zu schlecht. Verzeiht mir, Borcher mag mein ausgezeichneter Dieb sein. Ja, ja, komm. Interessiert mich gar nicht. Quatsch mich damit nicht zu. Ich weiß gar nicht, ob die Katrin dann von alleine wiederkommt oder... Okay, einen gewissen, also geringen Moralschub gab es dadurch, durch die kleine Schlacht. Aber es ist, glaube ich, nur, um das Ganze so ein bisschen konstant zu halten. Nach oben geht dadurch nichts. Wie sieht's aus? Nee, war keiner, der sich entwickeln konnte. Wahnsinn, unsere Beziehungen verbessern sich hier. Ah, da können ja auch keinem helfen, ne? Ist auch blöd. Weil wir mit niemandem im Clinch sind hier. Sobald haben wir wirklich alles smartische Ritter, dann wird's wirklich, wirklich schmerzhaft, wenn da mal wirklich einer wirklich wieder abwandert. Also sollten wir uns doch gut überlegen, was wir hier machen. So, immer noch 51, also so schnell geht die Moral nicht runter. Ein Glück. So, und jetzt suchen wir mal so ein paar Deserteure oder sowas. Irgendwas, was ein bisschen mehr Gegenwehr zeigt als die Gebirgsbanditen da. Ja, das ist halt so ein kleiner Leerlauf, den wir nicht hätten, wenn wir selber natürlich als Fürst, als König unterwegs wären. Aber ich glaube, die lassen das immer so ein bisschen, das Kräfteverhältnis einigermaßen konstant, und dann gibt's erst wieder Krieg. Ja, ist halt schade, dass, wenn man einer Fraktion hier angehört, dass man sich dann nach denen richten muss, die da was zu sagen haben. Sonst hätten wir natürlich längst schon wieder jemanden angegriffen. Und da wir ja eh nicht wirklich Auswirkungen haben darauf, was der Sultan macht, hat er uns ja selber gesagt, die sind nicht wichtig. Ah, 50 Deserteure, die holen wir uns, und die haben 7 Menschenjäger dabei. Die wollen wir natürlich eigentlich nicht bezahlen, sondern ich hätte ja lieber Gefangene gehabt, die wir verkaufen können. Aber wir holen uns vielleicht welche. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen. Na klar. Ach, na, lass die doch die Armee verlassen, Mensch. Wir sind doch nicht so. Wir sind doch nicht die Feldjäger. Wir haben hier ganz, ganz andere Aufgaben. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben irgendwas, wo wir draufhauen können. Darum geht's uns hier. Oh, das sind alles Kergitreiter, ne? Na denn. Haben wir halt mal Kergitreiter als Gegner. Macht uns ja auch nichts. Kriegen wir, glaube ich, ein bisschen EP, oder?
Ist da die zweithöchste Stufe oder die höchste Stufe schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Die schon lange nicht mehr selber rekrutiert. Auf jeden Fall scheinen die keine Bögen zu haben, oder? Doch. Wir haben welche, aber benutzt hat er den nicht. So, komm ran hier. Weg, weg, weg. So, dafür gibt es 114 EP. Naja, das wird nicht die höchste Stufe sein. Ich glaube, der höchste war dann der Kergit Lanzenreiter, ne? Da kam, glaube ich, noch eine danach. Ja, aber ansonsten sind die auch nicht so schlecht, glaube ich. Mit 114 EP liegt man ganz gut im Schnitt. Aber die werden hier wirklich von unseren Leuten komplett auseinandergenommen. Problem ist bei den Reitern immer, dass sie so sehr zerstreuen. Nein, oh Gott. Ja, dass man da ewig braucht, die einzufangen. Ha, das Pferd haben wir getroffen. Ihn leider nicht, aber er wurde danach auch umgehauen. Er sieht ja ganz anders aus als die anderen. Kergit-Reiter. Sind alles Kergit-Reiter, aber die sehen anders aus. Meine Güte. Ist auch immer schön. Das ist genauso wie die Waffen, die unsere Reiter haben. Die sind auch immer unterschiedlich. Manche haben Lanze, manche haben Streitkolben, manche haben Schwert. Oh, oh. Dann bin ich in den Pfeil reingelaufen, aber gab eh keinen Schaden dafür. Na gut. Kommst du ran hier? Muss immer dafür sorgen, dass er uns nicht trifft mit seinem Bogen. Deswegen glaube ich immer so komisch. Ihr habt es aber auch echt drauf, ey. Mit einem Schlag schafft ihr das nicht, den umzuhauen. Jetzt wäre es natürlich der Schuh-Effekt, wenn ich es auch nicht schaffe. Aber ich komme erst gar nicht ran. Ah, ja sicher. Er reitet da vorbei mit voller Geschwindigkeit, aber kann noch im Lauf unsere Axt hier abblocken. Wer es glaubt, Kollege, wer es glaubt. Ja, du kannst es einfach. Du bist der Blocker. Ach Gott. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. In dem Moment, wo wir wieder zuschlagen, gibt es natürlich wieder den Block. Kriegen wir ihn also doch nicht. Na gut. 50 Leute haben wir hier umgehauen und wir haben gesiegt. Alles andere ist unwichtig. Kriegen hier auch nichts mehr dazu, so wirklich. Kavallerieschild, 14 Widerstand. Naja, toll ist es nicht, aber wir nehmen mal alles mit. Und verhökern das dann wieder schön. Denn momentan mit unserem Sold von 4000 irgendwas wird es schwierig. Ach komm, geht mir hier nicht auf den Kranz. Statt die einfach mal alle friedlich beieinander sind in so einer Schlacht. Nee, die müssen sich immer in die Haare kriegen. Ah, hoffentlich habe ich ja nachher wieder die Wahl, für wen ich mich da entscheiden kann. Normalerweise müsste ich mich immer schon für irgendwen aussprechen. Aber manchmal legen sich die Streitereien auch, aber eher unwahrscheinlich. Ich denke mal, am Ende müssen wieder die beiden gehen, die neuen Borcha und Firentes, weil die ja beide schon wieder irgendwo angestoßen sind. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr von den Charakteren abhängig ist, also ob es da wirklich Feindschaften zwischen bestimmten Charakteren gibt oder ob es einfach nur daran liegt, dass man zu viele Begleiter hat. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass man zu viele hat, dass sie sich irgendwann in die Haare kriegen. Der Grund ist dann wahrscheinlich immer nur ein anderer von Charakter zu Charakter. So, das könnt ihr mir über eure Fertigkeiten berichten. Schauen wir doch mal. Kannst also nichts, okay. Haben wir das auch mal geklärt. Schild hat er auch noch nicht. Schlagkraft hat er mal ganz gut für dich. Einhandwaffen. Ich dachte, Borcha hätten wir schon eine Weile dabei gehabt. Na gut. Gucken wir mal, dass du was Besseres kriegst als das, was du jetzt hast. Ich glaube, das ist nicht so schwierig. Auf jeden Fall hier mal so einen rostigen Helm. Dann ein Schild mit ein bisschen Leerwiderstand am besten. Ah ne, wir haben nur das. Ah ne, hier war noch eins. Gut. 14 Widerstand, das geht einigermaßen. Und ein paar Pfeile. 13 Schaden, 20 Schaden, der ist besser. Du kannst den Gegenstand nicht benutzen. Ah, Bogenzugkraft brauche. Gut, aber da arbeiten wir dran. Da arbeiten wir dran. Hast du schon einen? Nee, gar keinen Bogenzugkraft. Na gut, gibt's das demnächst mal für dich. Und dann kannst du bald auch mit Bogen schießen. Genau, mit dem Bogen schießen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.